Sie macht auf mich den Eindruck einer getriebenen Ministerin. Also sie sagt immer, wir wollen keine deutschen Alleingänge oder so. Eigentlich, die anderen gehen schon längst alleine voraus. England, Polen, alle bereiten sich vor, alle treffen Maßnahmen. Die Leopard-2-Lieferungen an die Ukraine. Es ist nicht so, dass Deutschland sozusagen bisher durch zu viele Alleingänge aufgefallen ist im positiven Sinne, also im progressiven Sinne, sondern Deutschland läuft hinterher. Das ist für ein Land der Größe Deutschlands und der Verantwortung Deutschlands innerhalb Europas und der NATO eigentlich nicht akzeptabel. Aber liegt das nicht vielleicht auch daran, dass Sie als Ministerin gar nicht mehr das Heft des Handels hat, sondern dass Olaf Scholz längst übernommen hat? Das ist in der Tat der Fall. Und der Scholz hat etwas parteitaktisch sehr Kluges gemacht. Er hat mehr oder weniger die meisten Kompetenzen in der Verteidigungspolitik an sich gezogen. Wenn was schief geht, hat er aber sozusagen Prellbock und das ist Frau Lamprecht. Also bei aller Kritik, die man an ihr hat, sie wird, glaube ich, auch gerade vom Bundeskanzler politisch benutzt. Nun gab es diverse Kritikpunkte an ihr in letzter Zeit. Man könnte die Liste relativ lang machen. Welche ist der wichtigste, der schlimmste für Sie in dem Fall? Ich würde sagen, der schwerwiegendste Punkt ist also im Bereich der inhaltlichen Kompetenzen. Hm. Dieses Silvester-Video, das ist ein PR-Patzer, das ist nicht das wirklich Entscheidende. 20 bis 30 Milliarden Euro für Munition fehlen für die Bundeswehr. Eine Armee ohne Munition, wie wollen Sie das denn, also was wollen Sie damit machen? Und es ist auch unverantwortlich. Wir haben eine Parlamentsarmee und eine Ministerin hat die Aufgabe, diese Parlamentsarmee so zu befähigen, dass keine Gefahr für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz besteht, zum Beispiel durch Munitionsmangel, wenn dann so eine Lage entstehen würde, die sich vorher vermeiden ließe. Und das ließe sich sehr einfach vermeiden. Sie haben auch eine Umfrage gemacht in Sicherheitskreisen zur Tragfähigkeit der Ministerin. Was kam dabei raus? Das war kein gutes Zeugnis für die Ministerin. Also es waren, glaube ich, 95% am Ende. Die Umfrage läuft noch. Zum jetzigen Stand waren es 95% innerhalb dieser Sicherheitskreise, die gesagt haben, sie hat nicht die Kompetenz, das Ressort zu führen. Und das ging da bei kleinen Sachen los, wie dass sie die Dienstgrade nicht parat hat? Das ist so ein Problem, was sich sozusagen bis heute durchzieht und ganz zum Anfang ihrer Amtszeit schon, war bei der Bonner Dienststelle des Verteidigungsministeriums. Sehr schnell wurde da geleakt in Richtung einer Zeitung, dass sie einfach kein Interesse daran hat. Also sie grüßt die Generäle nicht. Sie hat auch mal gesagt, das Militärische wäre nicht so ihrs. Das funktioniert einfach nicht. Sie trifft den Ton in der Truppe nicht. Und man muss ja auch mal sagen, also hinter einer Generalskarriere steht eine Menge Arbeit, Aufwand, Lehrgänge und Engagement. Es ist dann schon eine Respektsbekundung, dass man so jemanden vernünftig ansprechen kann. Lassen Sie uns, Herr Hübenthal, noch mal schauen auf dieses ganze Puma-Debakel. Also das war ja, noch vor Weihnachten die großen Meldungen. Frau Lamprecht zeigte sehr stark mit dem Finger Richtung Rüstungsindustrie, dass das ganze Produkt Puma ein Fehlschuss wäre, man da auch gar nicht weiter investieren will, obwohl ja bestehende Verträge existieren. 111 wollen ja noch oder müssen ja eigentlich sogar noch abgenommen werden von der Bundesregierung, vom Heer. Nun ist ja die große Frage, inzwischen interne Berichte, die legen sehr deutlich, dass das teilweise Anwendungsfehler offenbar waren, vielleicht auch sogar mangelnde Wartung. Das heißt, bei der Industrie kann man den schwarzen Peter eigentlich nicht hinschieben. Das ist ja die nächste Katastrophe, die Frau Lamprecht droht. Das ist wahrscheinlich sozusagen das nächste Gewitter, ja, was am Horizont aufzieht für Sie. Man muss einfach sagen, der Puma war diese typische vielbeschworene Goldrandlösung. Ne? Also man hat sozusagen nicht das Marktverfügbare genommen, sondern gesagt, wir brauchen da noch folgende zusätzliche Fähigkeiten und so weiter. Da wurde auch grundsätzlich ein Schützenpanzer konstruiert, der ein sehr breites Fähigkeitsprofil hat. Das ist schon mal nicht so einfach. Das ist aber eigentlich gelungen. Dann kamen aber dazu Anforderungen an Luftfiltersysteme, die einfach überhaupt nicht relevant waren. Die wurden sozusagen so aus dem Lehrbuch einfach übertragen. Mhm. Und sowas macht so eine Konstruktion dann anfällig und kompliziert. Insofern, wie das Verhältnis der Ministerin zur Rüstungsindustrie ist, da möchte ich gerade ein kleines Fragezeichen hintersetzen, ob das noch sozusagen auf einer konstruktiven Ebene so gut funktioniert. Das kann man dann sicherlich morgen noch mal beobachten, denn ein Krisengipfel ist auch zu dem Thema eingerufen zwischen der Industrie und ihr. Bei all den Dilemmata, die wir jetzt hier aktuell sehen, bei all den Krisen, bei all den Fehlern, die sie gemacht hat, inwieweit ist es für Sie nachvollziehbar, außer vielleicht Ihre Prellbock-Theorie, die Sie schon geäußert haben, dass der Kanzler immer noch an ihr festhält? Herr Scholz ist in politischen Kreisen dafür bekannt, sehr viel Wert auf Loyalität zu legen. Und Frau Lamprecht war immer loyal zu Herrn Scholz. Also Herr Scholz hat so einige Krisen ausgesessen, weil um ihn herum die Leute, die nah an ihm dran sind, immer zu ihm gehalten haben. Und ich glaube, dass Herr Scholz gerade seine politischen Taktierungen über die Kompetenzanforderungen für das Amt stellt. Das muss man schon so formulieren.
erhält sie sich, weil sie loyal zu ihm ist, aber sie ist sicherlich nicht die beste Wahl für dieses Amt. Naja, im politischen Berlin kursieren schon Gerüchte, dass sie es vielleicht auch wirklich nur noch einen Monat als Verteidigungsministerin machen wird. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzung. Ich danke.